Frankreich war das erste Land weltweit, das Lebensmittelverschwendung per Gesetz verboten hat. Seit 2016 drohen jedem Supermarkt ab 400 Quadratmetern Ladenfläche Strafen, wenn er Lebensmittel wegschmeißt, anstatt sie zu spenden. Doch wohin mit dem, was trotzdem übrig bleibt? Gerade Brot ist bereits nach einem Tag nur noch schwer verkäuflich. Tüftler Franck Vollet hat viele Ideen für das Baguette von gestern. Die Kunden heute verlangen das. Und unsere Erde auch. Wir müssen verantwortungsbewusster mit unseren Lebensmitteln umgehen. Das stimmt. Viele Jahre haben wir konsumiert, ohne groß nachzudenken. Jetzt sehen wir einen Wandel hin zu einem vernünftigeren Kaufverhalten, das auf Qualität setzt und auch ökologische Aspekte berücksichtigt. Als großer Supermarkt können wir uns davon nicht ausschließen. Ingenieur Vallée entwickelte einen Brothäcksler, den Crumbleur. Seine Kunden sind Bäckereien und Supermärkte. Die Maschine verwandelt altes Baguette in eine neue Backzutat und bescherte Franck Vollet einen neuen Vollzeitjob. Eigentlich war er mal Stadtplaner. Meine Motivation war es, Produkte herstellen zu können, die die breite Öffentlichkeit ansprechen. Es ging mir darum, Abfälle zu vermeiden, aber auch Qualität zu produzieren. Brotrecycling im großen Stil. Damit das gelingt, entwickelt Vallée auch Rezepte für das gehäckselte Baguette. Die Bäcker waren von der Idee begeistert, ihr Brot vom Vortag für neue Brote zu verwenden. Nur das Baguette, das ist eben heilig in Frankreich. Das Rezept tasten wir nicht an. Unsere neue Herangehensweise ermöglicht es aber, neue Arten von Brot zu backen. Brot, das aussieht wie ein Baguette. Wir nennen es einfach nur anders. Er hat diese Brotstangen Baguette évadé getauft. Geflüchtetes Weißbrot, der Mülltonne entronnen. Für ein Weizenbrot wie dieses wird in Deutschland ein Anteil an altem Brot von gerade einmal 6% empfohlen. Franzose Vallée geht weiter. Bis auf die 20% Altbrot ist das Rezept genau dasselbe? Ja, genau dasselbe. Okay. 20% Altbrot sind überhaupt kein Problem. Das beeinflusst nur, wie sehr der Teig aufgeht. Für dieses Rezept sind 20% ein gutes Mittelmaß. Es gibt aber auch Bäcker, die 30, 40, 50% verwenden. Dann wird es einfach ein anderes Brot. Aus den wieder eingefangenen Baguettes werden auch Kekse. Zu 100% gebacken aus Restbrot. Franck Vollet will noch mehr Bäckereien und Supermärkte von seinen Rezepten überzeugen. Und nicht nur in Frankreich. Denn die Masse macht's. Seine Backwaren sollen gut schmecken. Sonst lässt sich auch eine noch so gut gemeinte Idee nicht verkaufen. Brot wiederzuverwenden, das machen wir eigentlich schon sehr lange. Unsere Großmütter haben das schon gemacht. Es ist ja ein Qualitätsprodukt. Ich bin überhaupt nicht skeptisch gewesen. Ich freue mich, diese Erfahrung machen zu können. Gerichte aus altem Brot wie Armer Ritter oder Semmelknödel stehen seit Generationen auf unserem Speiseplan. Der Crumbleur ist seit knapp 3 Jahren im Einsatz und über 100 Bäckereien und Supermärkte haben angebissen. Sie backen Tag für Tag mit altem Brot. Ihre Lebensmittelverschwendung geht gegen Null. Und die Konsistenz? Super. Finde ich auch. Brot vom Vortag ist wie eine eigene Zutat, die zu immer neuen Kreationen inspiriert. Ich finde, die Kekse sind wirklich gut gelungen. Sie sind simpel, aber haben einen tollen Geschmack. Wie ganz normale Kekse. Sie sind perfekt. Ich glaube, sie gehören zu den besten Restbrotkeksen, die ich je gegessen habe. Na dann, bon appétit.